Hallo, liebe Wassermänner, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Februar 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch. Beste Gesundheit. Es kann sein, dass ihr hier und da im Hintergrund mal etwas klappern hört. Liebe Wassermänner, wundert euch nicht. Das sind meine Rollläden, die von dem doch recht eisigen Wind, der in den letzten Tagen herrscht, immer mal wieder an die Hauswand gepfeffert werden. Dem Wind ist es wohl auch geschuldet, dass meine Stimme etwas kratziger, etwas tiefer auch ist. Das werden einige von euch wahrscheinlich schon festgestellt haben. Leichte Erkältung würde ich das mal nennen. Ich denke natürlich, dass das auch nicht weiter das Reading beeinflusst, dass ihr mich trotzdem gut verstehen könnt. Ich trinke zwar Tee wie ein Wilder, aber es scheint wohl noch ein paar Tage zu dauern, bis dann das alles normal ist. Die Infobox habe ich auch mittlerweile aktualisiert. Ihr findet jetzt dort das Jahresreading für das Jahr 2022 drin. Natürlich auch weiterhin die Karten, die ich in meinen Readings verwende, Info- und Special-Videos sowie auch Social-Media-Links. Könnt euch natürlich das alles gerne anschauen. Weiterhin findet ihr auch natürlich nach wie vor das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne wahrnehmen könnt. Muss man nicht, und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Februar 2022 meiner Wassermänner. Reparaturarbeit. Die Reparaturarbeit, liebe Wassermänner, ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne, und bei der Reparaturarbeit geht es oftmals darum, etwas wieder in Gang zu setzen, etwas zu reparieren natürlich, beziehungsweise sich wieder gut zu stellen mit einem bestimmten Menschen, wenn man hier auf das Zwischenmenschliche geht. Die Reparaturarbeit kann natürlich auch noch in vielen anderen Bereichen Anwendung finden, beispielsweise auf der Arbeit, beispielsweise auch in der Familie, möglicherweise auch im hobbymäßigen Bereich oder im Freundeskreis kann das hier tatsächlich eine Situation sein, mit der ihr konfrontiert werden könntet, eventuell auch schon seid, denn nicht alles lässt sich einfach mal so wieder gut machen bzw. wieder reparieren durch eine getätigte Entschuldigung. Beispielsweise ist das hier definitiv ein erster Schritt, aber wahrscheinlich nicht der letzte Schritt gewesen, je nachdem, um was es sich hier natürlich per se handelt. Man möchte hier etwas, was vorher funktioniert war, was vorher erfüllend war, beziehungsweise was sich vorher gut angefühlt hat, möchte man hier definitiv auch wieder so in Gang bringen, auch wieder so forcieren bzw. sich ereignen lassen, denn ich meine, dass hier dem Ganzen voraus ein bestimmter Streit, ein Konflikt, vielleicht auch ein Rückschlag tatsächlich der ausschlaggebende Faktor hätte sein können. Ich bin hier sehr gespannt, was mir die Karten gleich darüber verraten. Die Zahl 52 könnte eine Zahl von tieferer Bedeutung für diese Zeitspanne für euch sein. Eventuell nur die 5 oder die 2, möglicherweise auch die Quersumme 7. Das wisst ihr natürlich besser als ich, liebe Wassermänner. Jedenfalls ist die Reparaturarbeit für den Februar eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Februar 2022 meiner Wassermänner. Der Magier. Der Magier ist jemand, der Wünsche, Träume verfolgt, der sich Ziele gesteckt hat und diese auch versucht, sich selbst zu erfüllen. Der Magier ist jemand, der alles, was er zur Zielerfüllung, zur Wunschverfolgung schon bereits bei sich hat. Das sind diese Instrumente, die vor ihm auf dem Tisch liegen. Das heißt eigentlich, dieser Mensch braucht nicht mehr als Überwindung, braucht nicht mehr als Motivation. Denn ja, beispielsweise das Finanzielle ist hier schon parat oder andere Instrumente oder benötigt es, um das Ziel zu erfüllen, hat dieser Mensch bereits vor sich oder in sich. Der Magier könnte hier eure Energie tatsächlich sein. Es kann auch eine betreffende Person darin abgebildet sein. Definitiv möchte man hier etwas erneuern, möglicherweise auch neu starten. Beziehungsweise an einem Punkt ansetzen, wo es noch gut funktioniert hat, wo es harmonisch ablief, wo es freundlich ablief, beziehungsweise funktionstüchtig war. Wie geht es hier weiter? Der Hierophant.
Beim Hierophanten spricht man oftmals von Grundsätzen und Grundregeln. Das sind hier solche bestimmten Gesetze, ob jetzt geschrieben oder ungeschriebene Gesetze, Devisen, nach denen man leben könnte, Devisen, nach denen man auch andere behandelt. Beispielsweise fängt man nichts mit einem Ex-Partner eines Freundes an. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, was hier tatsächlich auch ein Grundthema sein könnte. Das werde ich mir noch genauer anschauen. Wie geht es weiter? Das ist die Königin der Kelche. Bei der Königin der Kelche handelt es sich um eine Hofkarte im Wasserzeichen. Es könnte hier eure Energie abgebildet sein. Möglicherweise aber auch eine Bezugsperson hier dargestellt. Diese Königin der Kelche ist jemand, die oder der, natürlich Geschlechter sind neutral zu deuten, sagt, wie es ist, sagt, wie er oder sie sich fühlt und verschweigt, verweigert und vor allem, ja, ist sie getreu ihren Empfindungen und Emotionen. Diese Person ist zum Beispiel jemand, die direkt sagt, wenn ihr etwas nicht passt, aber auch jemand, der direkt sagt, wenn es einem ja, schön anfühlt, wenn es einem tatsächlich gefällt, wenn es einem gut geht. Das ist jemand, der getreu seiner Gefühle und Emotionen agiert, authentisch diesbezüglich ist und sie nicht verschweigt und vor allem schon gar nicht unaufrichtig ist in diesem Bezug. Es gibt bestimmte Themen, bestimmte Faktoren, bestimmte Umgänglichkeiten, die euch an einem bestimmten Menschen stören könnten, respektive, und da die Rollen eben auch vertauscht sein können, kann es sehr, sehr gut sein, dass hier ein Mensch abgebildet ist, der ja doch nicht alles an euch und an eurer Handhabung gut findet. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass hier etwas Wahrheitsgetreues ausgesprochen werden könnte. Das sind eher Kleinigkeiten, so nehme ich das jetzt im Moment erst einmal wahr. Das sind hier so kleine Ticks, so kleine Machenschaften, die nicht unbedingt auf Akzeptanz oder auf Gutheißung stoßen könnten beim Gegenüber. Wirklich Kleinigkeiten, ich sehe hier noch nichts Gravierendes. Aber beispielsweise der zeitliche Faktor könnte hier angesprochen werden, dass man hier sich eventuell etwas mehr Zeit wünscht, die man mit dem Gegenüber verbringen könnte, möglicherweise aber auch ein bisschen Abwechslung in den Alltag bringen kann, etwas derartiges, aber auch das muss ich mir noch genauer anschauen. Wie geht es weiter? Das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen sind oftmals Chancen, Wege, Mittel und Möglichkeiten. Weiterhin ist das hier von Stabilität geprägt. Langfristigkeit oder ein langfristiger Zustand soll hier erreicht werden. Es geht hier doch recht konform mit dem Magier, denn mit dem Ass der Münzen möchte man sich hier etwas aufbauen, was tatsächlich sehr, sehr lange halten kann oder wovon man lange etwas hat. Ich meine, das sind hier eher Grundprinzipien, die erreicht werden sollen. So etwas wie Geborgenheit, Aufrichtigkeit, Authentizität. Oder eben, wie gerade schon gesagt, auch schon diese Ehrlichkeit bzw. die Wertschätzung oder eben das Vertrauen könnte hier dargestellt sein. Und dieses Vertrauen oder ich sage es jetzt kurz, diese Grundideale und Grundsätze scheinen hier mit einer ganz bestimmten Person im Zusammenhang zu stehen. Und da man hier eben die Reparaturarbeit als Hauptenergie hat, könnte ich mir vorstellen, dass ein solcher Grundsatz noch nicht erreicht wurde, beziehungsweise wurde er schon erreicht und wurde dann sozusagen zerstört oder stark gemindert. Hier wurde jemandes Vertrauen missbraucht, hier hat man vielleicht jemanden auch angelogen, beziehungsweise an der Nase herumgeführt. Jedenfalls etwas derartiges kann ich mir hier anhand dieser Karten bereits vorstellen. Wie geht es weiter? Der Narr, genauso wie der Magier, die hier aufeinander spiegeln, sprechen von einem gewissen Neustartpotenzial. Es ist die nullte Karte und es ist die erste Karte der großen Arkane im Tarot und deutet hier doch sehr stark auf eine Art Reset hin, auf eine Art Neustart, beziehungsweise möchte man an einer Stelle anknüpfen, wo man potenziell mit dieser Person hier bereits war. Man soll hier oder man möchte hier tatsächlich so etwas wie etwas Geschehenes ungeschehen machen. Man möchte etwas unter den Tisch kehren, beziehungsweise sagt man auch gerne es gut sein lassen. Es ist hier zwischen euch und einem bestimmten Menschen in eurem Umfeld etwas passiert, liebe Wassermänner, wo einer von euch beiden, auf jeden Fall einer von euch beiden, hier gerne sagen würde,
Lass uns das vergessen oder schon vergessen oder ne, ist keine große Sache, etwas derartiges. Also so etwas unter den Tisch kehren, kleinreden, was man aber dann tatsächlich im Nachhinein als eine Art Fehler interpretieren könnte. Ne? Und man möchte hier mit diesem Narren und dem Magier in der Spiegelung tatsächlich an einem Punkt anknüpfen, wo man bereits war, bevor man hier sozusagen einen Fehler gemacht hat. Weiterhin, der Narr ist natürlich eine eurer klassischen Tarotkarten. Es könnte sein, dass ihr diejenigen seid, liebe Wassermänner, die gerne diesen Neustart hätten, die gerne den Reset-Knopf drücken möchten. Möglicherweise ist dies aber auch ein Angebot, welches euch unterbreitet werden könnte, wenn ich das hier bildlich deute. Bitte bedenkt daran, dass in einem allgemeinen Reading die Rollen vertauscht sein können. Jedenfalls möchte einer von euch beiden eine Art Neustart oder eine Art Reset, um etwas Geschehenes sozusagen ungeschehen zu machen. Die 7 der Münzen ist hier im Outcome. Die 7 der Münzen ist eine Karte, die ganz stark auf eine Geduld hinweist, auf eine Zeitspanne hinweist, die möglicherweise schon vergangen sein könnte. Da sie aber hier im Outcome ist, kann das sein, dass es sehr, sehr viel Geduld erfordert, bis man sich hier wieder gutstellen kann, bis man sich hier wieder etabliert, beziehungsweise dieses Vertrauen, diese Aufrichtigkeit, ne, möglicherweise aber auch so etwas wie die Wertschätzung wieder aufgebaut wird. Das kann hier natürlich, je nachdem, was per se passiert ist, zwischen euch beiden kann das natürlich eine Zeit lang dauern. Das ist eine klassische Geduldskarte. Möglicherweise ist das auch eine Karte, die darauf hindeutet, dass hier einer von euch beiden zwar will, aber nicht kann, oder er könnte, er möchte aber nicht. Und ich sehe hier nicht per se die Situation, was passiert ist. Ich kann es hier anhand dieser Karten nur erahnen, was passiert ist. Es geht hier eher um die Wiedergutmachung, um den Wiederaufbau, beziehungsweise eben die Reparatur. Eine Klärung zum Magier. Die 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter, da fühlt sich jemand tatsächlich hintergangen, beziehungsweise hat hier jemand Sorge, Zweifel. Möglicherweise auch einen bestimmten Missmut hier. Die 9 der Schwerter ist meiner Interpretation nach die heftigste negative Gedankenkarte. Es kann hier in Richtung schlaflose Nächte, in Richtung Albträume gehen, beziehungsweise fühlt man sich hier auch teilweise betrogen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dies bei einer von euer beiden Seiten der Fall sein könnte. Und mit den 9 der Schwertern auf den Magier hat derjenige, der hier ein Teilhaber ist an dem, was passiert ist. Und ich nehme an, wirklich, dass es so eine Art Vertrauensbruch ist oder hier hat jemand etwas gesagt und hat sich nicht dran gehalten, vielleicht sogar Wort gebrochen, beziehungsweise ein Versprechen eben einfach missachtet. Und auf Basis dessen, also was genau da passiert ist, das liegt in der Vergangenheit. Aber hier sieht man die Resultate und die Konsequenzen davon. Mit den 9 der Schwertern auf den Magier hat hier definitiv jemand Sorge bzw. Zweifel daran, dass es zwischen euch beiden wieder weitergehen kann, dass es zwischen euch beiden weiter bergauf gehen kann. Beziehungsweise spielt hier jemand mit dem Gedanken oder sorgt sich eben um den Umstand, dass es hier vielleicht das war zwischen euch beiden, dass hier dieser Vertrauensbruch, und das ist ein Beispiel, stattfand und auf Basis dessen kann man jetzt dem Gegenüber nicht mehr vertrauen. Und wenn man niemanden vertrauen kann oder diesen jemand nicht mehr vertrauen kann, dann sieht man da auch tatsächlich keine gemeinsame Zukunft. Und etwas Derartiges kann ich mir hier vorstellen. Das könnten hier Annahmen sein, das könnten hier Sorgen sein, die man sich diesbezüglich macht. Es ist hier auch eine sehr pessimistische Karte, geht fast schon Richtung Schwarzmalerei. Ob es tatsächlich dann den Gegebenheiten oder der Wahrheit entspricht, das ist dann wiederum eine andere Geschichte. Eine Klärung zum Hierophant. Die 5 der Stäbe. Es ist ein Streit, ein Konflikt, Chaos ist hier drin auch dargestellt. Möglicherweise auch in einer Gemeinschaft oder in einem Kreis von Personen ist hier etwas passiert. Das deutet darauf hin. Weiterhin ist das hier aber auch ein innerer Konflikt, den einer von euch beiden auszutragen hat. Und mit den 5 der Stäben auf den Hierophanten sind hier ganz, ganz deutlich Grundsätze und Grundregeln missachtet worden. Es ist hier definitiv gegen etwas verstoßen worden, was
im Prinzip ein Gesetz ist, ob es jetzt geschrieben oder ungeschrieben ist. Ja? Und dieser Vertrauensbruch, der wiegt hier doch sehr schwer. Das sieht man hier doch recht deutlich. Eine Klärung zur Königin der Kelche. Das ist die 10 der Kelche. Also man sieht hier doch recht deutlich, dass ihr oder dieser Gegenüber sich mit euch gutstellen möchte. Das hier ist das Ziel. Es ist in der Mitte des Readings eine sehr positive Energie, hat etwas mit Glück und mit Erfüllung zu tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es zwischen euch und einem bestimmten Menschen hier zu einer Art Bruch gekommen ist, zu einer Art, ja, Enttäuschung möglicherweise, aber auch wirklich eine Vertrauensbruch oder ein Verstoß gegen bestimmte Regeln und Grundsätze. Dabei habt ihr es hier mit einer sehr starken Verbindung zu tun. Die muss nicht liebestechnischer Art sein, das kann auch ein sehr starkes Freundschaftsband sein, welches hier neigte zu reißen oder auf jeden Fall stark gedehnt wurde, wenn ich das Ganze mal bildlich ausdrücken soll. Ich meine tatsächlich, dass ich hier Grundideale aufgreife, gegen die verstoßen wurde. Eines der Grundideale beispielsweise ist, ne, man schlägt seine Frau nicht beispielsweise. Oder man lügt seinen Partner nicht an. Ne? Oder man geht nicht fremd. Ich meine, in keinem Gesetz der Welt steht geschrieben, man geht nicht fremd, bis auf das, du sollst hier nicht Ehe brechen. Aber natürlich auch in einer Partnerschaft, wenn man noch nicht verheiratet ist, ist Fremdgehen nicht so sonderlich geachtet, möchte ich mal so ausdrücken. Es kann hier sehr, sehr gut um eine derartige Situation gehen, wo eben dieser Bruch geschehen ist. Ne? Fremdgehen, natürlich ist das dann eine herbe Verletzung, das ist natürlich auch Anlügen, das ist natürlich auch kein respektvoller Umgang. Ich meine, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, Fremdgehen macht man nicht. Ja? Und diese Grundsätze, auch wenn sie nirgendwo geschrieben stehen, das ist natürlich nur ein Beispiel, aber dagegen wurde verstoßen. Vorher, vor diesem Verstoß, sah es hier sehr positiv aus. Da wollten viele von euch, vor allem diejenigen, die es hier liebestechnischer Art betrifft, ja, dass man hier tiefe Gefühle für diesen Gegenüber empfindet, möglicherweise auch in Richtung Partnerschaft zum zugesteuert ist, eventuell sogar in einer Partnerschaft sich befand, ist das natürlich ein herber Rückschlag. Das ist eine herbe Enttäuschung bzw. eine grobe Verletzung, die diesen Frieden, der hier vorher herrschte, störte, aus dem Gleichgewicht brachte. Man sieht aber auch sehr deutlich, dass dies auch wieder angestrebt ist. Also derjenige, der hier gegen, ne, bestimmte Gesetze oder Regeln verstoßen hat, das ist wahrscheinlich auch derjenige, der diese Reparaturarbeit leisten möchte. Und bitte bedenkt, dass hier das euch, also euch betreffen könnte oder eben den Gegenüber bzw. einen Teilhaber an dieser Situation betreffen kann. Eine Klärung zum Ass der Münzen. Sechs der Stäbe. Ja, das ist auch nochmals sehr, sehr deutlich, was hier geschehen soll. Fünf Stäbe, sechs Stäbe. Man hat hier einen Zuwachs und sechs Stäbe ist, man sagt, der kleine Erfolg bzw. siegreich und erfolgreich sein. Und das Ganze auf das Ass der Münzen geklärt ist etwas, was jemand forcieren möchte, etwas, was jemand durchsetzen möchte, beziehungsweise nimmt hier derjenige die Chance wahr, etwas wieder zu bereinigen. Und es kann hier sehr, sehr gut sein, dass dieser Antagonist, also derjenige, der, ne, Wort gebrochen hat, beispielsweise, derjenige, der hier der Böse ist, so nenne ich das jetzt mal kurz, ne? Und ihr wisst, denke ich, was ich darunter meine und dann was damit zu verstehen ist. Die sechste Stäbe auf das Ass der Münzen. Derjenige, der Böse, wartet hier auf eine Chance, etwas wieder gut zu machen. Sieht man hier sehr, sehr deutlich. Und hier in der Spiegelung 5 Stäbe, 6 Stäbe, man sieht hier Streit, Konflikt und Chaos, eventuell sogar Handgreiflichkeiten. Das können hier aber auch, das muss hier nicht physischer Natur sein, das kann hier natürlich auch so etwas sein wie Kritik, überspitzte Kritik, dass man jemanden angeschrien, angebrüllt hat, möglicherweise beleidigt hat. Das kann hier genauso der Fall gewesen sein. Aber diese Wiedergutmachungsenergie ist hier sehr, sehr deutlich. Und derjenige, der hier etwas wieder gut zu machen hat, möchte das, wartet auf eine Chance dazu und vor allem legt der sich richtig ins Zeug hier. Fünf Stäbe auf sechs Stäbe, das ist ein Zuwachs von Elan, Zuwachs von Hingabe, Zuwachs von Engagement. Also dieser Mensch, der sagt nicht, ja, irgendwann mache ich das mal wieder gut, sondern der ist da schon richtig dahinter. Das kann man hier so sehr deutlich sehen und ich sehe es für viele von euch auf euch hier tatsächlich zukommen, jetzt auch anhand dieser beiden Karten hier. Eine Klärung zum Narren.
König der Münzen. Der König der Münzen, das ist hier keine Person, die dargestellt ist. Wenn eine Hofkarte auf eine große Arkana geklärt ist, ist hier oftmals die Charaktereigenschaft des Königs der Münzen zu nennen. Und jene Charaktereigenschaft des Königs der Münzen ist Bodenständigkeit, Sicherheit, Standhaftigkeit auch. Das ist jemand, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. Jemand, der aber auch gewisse Grundsätze und Grundregeln hat und diese auch beachtet. Und da sie hier auf den Narren geklärt ist, sehe ich hier eure Energie darin, liebe Wassermänner. Ihr seid so diejenigen, die zwar manchmal gönnerhaft sind, sehr tolerant sein können, aber wenn mal ja, gegen etwas Gravierendes verstoßen wurde, da braucht man schon etwas mehr als eine Entschuldigung, um das Ganze wieder zu reparieren oder wieder gut zu machen. Und hier ist potenziell euch etwas passiert, hier in der Spiegelung auf die Neun der Schwerter, was einen ja, herben Vertrauensrückschlag tatsächlich darstellen könnte. Ihr könntet hier mental, vielleicht sogar körperlich verletzt worden sein, wobei das jetzt eher für die allerwenigsten wahrscheinlich resoniert. Der König der Münzen auf die Neun der Schwerter bedeutet vor allem, dass man hier grob enttäuscht wurde, dass man hier teilweise, ja, vielleicht sogar, wie schon gesagt, es mit einem Menschen zu tun hat, von dem man etwas Negatives niemals gedacht hätte, dass er oder sie es tut, und prompt wurde man eines Besseren belehrt. Und dann heißt es nicht nur sich entschuldigen und versuchen, die Sache wieder gerade zu biegen, sondern da muss man schon erst einmal einsehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Man muss diesen Fehler auch tatsächlich wirklich in seinem vollen Umfang erkennen. Dann heißt es, etwas wieder gut zu machen, und dann heißt es hoffen, dass man hier dass einem hier auch vergeben wird. Also ich sehe doch eher, dass es auf euch zukommt hier, liebe Wassermänner. Es kann hier auch sehr, sehr gut sein, dass einige von euch, und jetzt habe ich hier tatsächlich auch diesen finanziellen Aspekt, vielleicht sogar bestohlen worden sein könnten. Möglicherweise werden euch hier Schulden nicht zurückgezahlt oder jemand hat euch einfach etwas geklaut, liebe Wassermänner. Das kann natürlich im Speziellen der Fall sein. Es ist hier eure Entscheidung. Es ist hier ja, definitiv eure Energie und ihr dürft entscheiden, ob ihr einem bestimmten Menschen etwas sozusagen ja, Abbitte leisten könnt, also beziehungsweise jemanden etwas verzeihen könnt, oder ob ihr da noch ein bisschen mehr erwartet, dass dieser Mensch auch vielleicht ein bisschen mehr einsieht, was er oder sie da abgezogen hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Der Narr ist hier auch nochmals im Outcome. Es geht hier zu eurem Gunsten weiter. Hier ist wiederum eure Energie dargestellt. Und es läuft hier doch auf eine Art Neustart hinaus, auf eine Art Reset, beziehungsweise von neu anfangen oder von einem Punkt aus wieder weitermachen, an dem man sozusagen aus den Bahnen geraten ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber dieser Umstand, dieser Neustart, dieses neu durchstarten können, kann hier noch eine Zeit lang auf sich warten lassen, denn das hier ist eine klassische Gedulds- und Zeitkarte. Möglicherweise möchtet ihr hier einen Menschen verzeihen und vergeben, jedoch ist es wahrscheinlich noch nicht euch möglich, jemanden hier vollends zu vergeben. Das ist dieses, man möchte, man kann aber noch nicht. Oder man könnte, aber man möchte noch nicht. Das ist hier wohl eher auf eurer Seite und hat etwas damit zu tun, dass wenn hier beispielsweise das Vertrauen verletzt wurde, vielleicht auch der Stolz verletzt wurde, dass man hier definitiv noch etwas Zeit braucht, um das Ganze wieder zu regenerieren, das Ganze zu heilen und darüber hinwegzukommen. Darüber hinwegkommen ist so ein Schlagwort, wo in dem Szenario hier der Gegenüber tatsächlich einen großen Anteil haben könnte. Denn es kommt sehr darauf an, wie sehr bereut das dieser Mensch, wie sehr ist dieser Mensch aus, diese Reparaturarbeit zu leisten, wie aufrichtig ist dieser Mensch und wie sehr versucht er oder sie es wieder gut zu machen. Eine Klärung zu den Neuen der Schwerter. Der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe, das ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Es kann hier sehr, sehr gut sich um eine impulsive Tat oder impulsive Handlung handeln, die diese Königin der Kelche, Schrägstrich hier dieser Ritter der Stäbe, tatsächlich getan haben könnte. Möglicherweise hat es hier etwas mit einer dritten außenstehenden Person zu tun, was hier passiert ist. Es kann natürlich so etwas wie Fremdgehen sein, es kann aber auch ein bisschen niedriger sein, dass beispielsweise
euer Partner oder eure Freundin oder euer Freund oder wie auch immer, ne, mit einem außenstehenden Menschen beispielsweise geflirtet hat und schon dieses Flirten stand schon im Prinzip als Vertrauensbruch da. Da ist vielleicht noch gar nichts weiter passiert, aber dennoch missfiel es euch schon und das meiner Interpretation nach auch zu Recht, liebe Wassermänner. Es kann hier etwas mit einer außenstehenden Person zu tun haben. Sehr, sehr gut möglich. Weiterhin kann das hier aber auch in der Spiegelung auf den Magier gut die Charaktereigenschaft sein. Und dann war das eine impulsive, eine unüberlegte Tat oder Handlung, die von eurem Gegenüber aus in der Vergangenheit ausging. Da hat sich jemand nicht wirklich groß Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Was sind die Konsequenzen? Das wurde hier größtenteils außer Acht gelassen. Möglicherweise war das auch tatsächlich etwas sehr Temperamentvolles. Also da hat es einem sozusagen mal gepackt, hat hier einfach so auf Biegen und Brechen etwas getan, ohne, wie schon gesagt, darüber nachzudenken. Und jetzt hat man den Salat sozusagen. Das kann hier auch sehr, sehr gut auf Unerfahrenheit zurückzuführen sein, auf Naivität zurückzuführen sein. Beziehungsweise hat hier jemand definitiv vorher nicht nachgedacht. Eine Klärung zu den fünf der Stäben. Der Page der Münzen. Interessant, denn der Page der Münzen ist oftmals jemand, der Wiedergutmachung leistet. Jemand, der aus seinen oder ihren Fehlern lernen muss, beziehungsweise das auch tut. Denn man nennt diese Karte auch die Lehrlingskarte oder die neugierige Karte. Aber das ist in den meisten aller Fällen jemand, der aus vergangenem, meistens Fehlern tatsächlich oder Rückschlägen oder Misserfolgen. Daraus lernt dieser Page der Münzen und der verinnerlicht das, der zieht Resümee, der reflektiert, der fragt sich, okay, was hätte ich anders machen können, was hätte besser laufen können und fortan, und das sieht man hier sehr, sehr schön, ist dieser Mensch darauf aus, Wiedergutmachung zu leisten beziehungsweise gewisse Fehler nicht mehr zu wiederholen. Man sagt immer, Fehler sollen begangen werden, aber dann soll bitte auch daraus gelernt werden. Und leider machen das nicht viele Menschen so. Der Page der Münzen macht dies aber tatsächlich so. Hier auf dem Hierophanten ist nämlich hier die Spiegelung tatsächlich auch geklärt. Okay, ich habe hier gegen einen Grundsatz verstoßen. Das hat zum Streit geführt, das hat zu Komplikationen geführt. Dieser Mensch wird sich mehr und mehr darüber bewusst, was hier überhaupt geschehen ist. Denn am Anfang, hier sieht man das, ist das etwas, wobei sich dieser Mensch nicht viel gedacht hat. Was für euch aber respektive tatsächlich eine gravierende Verletzung, so etwas wie einen Rückschlag oder eine herbe Enttäuschung dargestellt hat. Als das dieser Mensch hier getan hat, was in der Vergangenheit liegt, war das für ihn nichts Großes bzw. etwas Unüberlegtes, was hier, und das sieht man sehr, sehr deutlich, mittlerweile bereut wird. Mittlerweile könnte sich dieser Mensch in den Hintern beißen, dass er das getan hat, um es so auszudrücken. Dieser Mensch lernt hier sozusagen aus seinen Fehlern und das ist hier schon mal ein erster, wirklich guter Schritt in eine stabilere, in eine sichere, in eine aufrichtigere Zukunft tatsächlich. Eine Klärung zu den Zehn der Kelche. Der Herrscher. Viele von euch haben es hier tatsächlich mit einem sehr hochwertgeschätzten Menschen zu tun. Ich sehe hier definitiv euren Gegenüber drin und da ich jetzt hier schon drei Hofkarten habe, kann dieses Vertrauensbruch, kann diese herbe Enttäuschung, kann diese Missgunst, dieser Misserfolg, dieser Rückschlag, was auch immer das genau für euch war. Und bitte bezieht das auch auf eure persönliche individuelle Situation. Aber das kann hier mit einer außenstehenden Person zu tun haben. So etwas wie ein Fremdflirten, vielleicht sogar ein Fremdgehen. Möglicherweise hat hier auch jemand zu viel getrunken und hat dann eine andere Person geküsst. Und natürlich ist das dann für euch so etwas, was man nicht wirklich gerne sieht. Etwas derartiges kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Mit diesem Herrscher hier habt ihr hohe Pläne, habt ihr große Pläne. Viele von euch fühlen sich hier zu diesen Menschen extrem hingezogen und in dessen Gesellschaft sehr gut aufgehoben. Das kann ich euch aber auch schon verraten, das basiert auf Gegenseitigkeit. Hier haben sich zwei Menschen im Prinzip, ich weiß nicht, ob ihr euch gesucht habt, aber gefunden habt ihr euch. Und unabhängig davon, ob ihr in einer Beziehung seid, in einer Partnerschaft seid oder gerade auf einem Weg zu einer Partnerschaft seid, man fühlt sich hier gegenseitig so etwas wie zu Hause, sehr geborgen, sehr gewertschätzt, ja, sehr geliebt und geachtet natürlich. Und dieser Umstand, der hier in der Mitte dargestellt ist,
Der ist hier ja am Bröckeln gewesen und befindet sich jetzt gerade im Wiederaufbau. Ihr, liebe Wassermänner, ich sehe euch hier eher in der passiven Rolle. Ihr seid diejenigen, die jetzt akzeptieren können, dass das ein Fehler war von eurem Gegenüber. Oder natürlich, dass das ein Fehler von euch aus war. Bedenkt bitte, dass die Rollen vertauscht sein können. Die Frage ist, kann man dem Menschen verzeihen, der diesen Fehler gemacht hat? Oder muss man da tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr Schuldgeld zurückzahlen, beispielsweise? Ne? Muss man hier erstmal noch ein bisschen leiden? So kann man es natürlich auch sagen. Wurde der Fehler komplett eingesehen? Das sind hier meistens eigentlich die Hauptfragen. Ich würde hier diesbezüglich sagen, noch nicht, aber wird er. Denn hier ist schon jemand dargestellt, der das, was er getan hat, bereut, der das, was er getan hat, tatsächlich auch sozusagen als Grundbasis für eine Hoffnungslosigkeit stellt. Das heißt auf Deutsch, oh Gott, was habe ich da gemacht? Jetzt habe ich alle meine Chancen verspielt. Dieser Mensch könnte hier tatsächlich in Richtung Depression, in Richtung Hilflosigkeit oder Aussichtslosigkeit geraten. Das hängt aber immer mit einer bestimmten Reue zusammen. Also, dass er oder sie es bereut, sieht man hier sehr, sehr deutlich. Was auch wichtig ist, ist das hier, nämlich aus den Fehlern zu lernen, das nicht nochmal zu wiederholen. Das müsste diesem Menschen tatsächlich eine Lehre gewesen sein. Eine Klärung zu den Sechs der Stäbe. Die Zehn der Schwerter. Ja, spitzt sich nochmal zu hier tatsächlich. Neun Schwerter, zehn Schwerter. Wenn das passiert, sie konjugieren hier nicht und sie spiegeln nicht. Ja, aber wenn das der Fall wäre, würde ich hier schon sagen, das hat Depressionskaliber auf jeden Fall. Hier rede ich von zuspitzenden negativen Gedanken. Hier rede ich von zunehmendem Pessimismus, zunehmender Schwarzsicht. Und vor allem ist es hier bei diesem Paar schon der Münzen, repressive bei eurem Gegenüber, der Fall, dass er oder sie lange auf eine Chance wartet. Und diese Chance, die möchte sich dieser Mensch hier erarbeiten, vielleicht sogar erkaufen oder erschleichen, kann man sagen. Doch viele von euch sind hier doch sehr gekränkt worden, könnte ich mir vorstellen. Viele von euch sind in einer sehr, ja doch standhaften Lage, wo man sagt, nein, ich kann das meinem Gegenüber nicht verzeihen. Und das mag der Situation natürlich geschuldet sein. Ich möchte euch natürlich nicht sagen, verzeiht eurem Gegenüber oder verzeiht ihm nicht eurem Gegenüber. Das kommt ganz darauf an, was bei euch per se passiert ist, ja. Aber ich sehe, dass hier jemand lange auf eine Chance wartet, etwas wieder gut machen zu können. Das sieht man hier drin. Und dieses Warten, das zehrt an diesen Menschen. Da macht sich dieser Mensch von Tag zu Tag mehr Gedanken, werde ich irgendwann mal meine Chance bekommen? Wenn ja, wenn sie da ist, was sage ich genau? Wie leiste ich Wiedergutmachung? Darüber macht sich dieser Mensch extrem viele Gedanken. Eventuell ist es aber auch genau das, was ihr haben möchtet, liebe Wassermänner. Das natürlich dann auch zu der Einsicht dieses Gegenübers hier führen soll. Dieser Mensch soll seine Lektion lernen. Dieser Mensch soll schmoren, kann man sagen. Also, wenn ihr in einer solchen Situation seid, ich war persönlich noch nicht in einer solchen Situation, weiß aber sehr, sehr gut, warum man so agiert. Und in dem Sinne kann ich euch hier auch nachvollziehen. Bedenkt bitte, ne? Es kann auch genau andersrum sein, dass die Rollen vertauscht sind. Eine Klärung zum König der Münzen. Vier der Stäbe. Die Vier der Stäbe ist hier sehr ähnlich wie die Ass der Münzen und die Zehn der Kelche in der Mitte zu interpretieren. Es geht hier um Stabilität, Aufrichtigkeit, Sicherheit, Treue, Geborgenheit. Das ist all das in diesen vier Stäben repräsentiert. Und das war zu einem gewissen Zeitpunkt bei vielen von euch schon mal gegeben. Bei einigen von euch nicht, aber bei den meisten war das schon in der Vergangenheit der Fall. Das sieht man sehr deutlich. Es soll aber auch wieder erreicht werden. Und definitiv ist das ein Anliegen eures Gegenübers, der eben dieses Vertrauen wieder aufbauen möchte, der eben ja Abbitte leisten will, etwas wieder gut machen will, Reparaturarbeit leisten möchte zu euch hin, zu eurem Gunsten, denn ihr stellt hier für diesen Menschen tatsächlich so eine Art Geborgenheitsstatus dar, so eine Art Mensch, zu dem man einfach kommen möchte, Mensch, bei dem man einfach bleiben möchte und bei dem man sich wohlfühlt. Also das beruht hier schon, also diese Gefühle, ne, diese Wertschätzung, die beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit. Aber wenn dieses Fundament mal zerbrochen oder zerstört wurde, kann der Wiederaufbau je nach Situation und je nach Gemütslage natürlich etwas dauern. Und das sieht man hier in diesen Sieben der Münzen sehr, sehr gut drin.
Und in den fünf der Stäben hier, die dritte Outcome-Karte, sieht man, dass hier noch weitere Auseinandersetzungen kommen können. Dass hier nicht etwas einfach so wieder gut zu machen ist, sondern dass hier ja, intensiv die Sache aufgeklärt werden muss beispielsweise. Eventuell wollt ihr hier auch tatsächlich, dass der Mensch, also dass der Gegenüber, der das hier verbockt hat, um es mal auf Deutsch zu sagen, tatsächlich aber auch seine Lektion dann tatsächlich etwas schmort. Möglicherweise möchtet ihr es ihm auch zurückzahlen. Das kann hier sehr, sehr gut auch in eine solche Richtung gehen. Ein Neustart ist hier angestrebt und ich glaube auch, dass nicht unbedingt ihr auch davon abgeneigt wärt. Aber das würde euch jetzt zu leicht gehen, zu schnell gehen, zu einfach gehen. So interpretiere ich das gerade. Muss natürlich nicht für jeden von euch so auch der Fall sein. Ich werde mir diese drei Outcome-Karten jetzt natürlich im weiterführenden Reading etwas genauer anschauen und hoffe, dass ich da noch ein bisschen mehr Einblicke gewährleisten kann, wie das potenziell weitergeht zwischen euch. Wenn ich hier eine Situation von euch aufgegriffen habe, liebe Wassermänner, und ihr hier resoniert und euch wiedererkennen könnt, gespannt seid, wie es weitergeht, ihr könnt gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox, der erste Link ist das gleich, ist natürlich nach wie vor kein Muss. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading natürlich sehr viel Gesundheit im Februar. Ich wünsche euch Glück, ich wünsche euch positive Entwicklungen für eure Situation. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.